liebe Valinauten, schön, dass ihr wieder dabei seid. Zu mehr Spaß im Glas. Dieses Video kommt ja Sonntag. Sonntag soll es richtig scheißend heiß werden wieder, ne? Ja, 40 Grad. Ich finde es nicht mehr feierlich. Also freut euch von mir aus noch darüber, aber so für die Natur. Aber anyway, wir haben ja auch gute Themen. Wir reden heute über Weine, die unfiltriert sind. Sind viele große Weine, ohne dass sie es besonders draufschreiben. Es ist einfach ganz normal. Wir haben jetzt ein paar Weine, wo das so ein bisschen exemplarisch der Fall ist. Gibt einen berühmten Winzer, Giacomo Bologna. Der hat mal was nicht ganz Jugendfreies gesagt. Aber ich finde, man kann es ruhig mal sagen. Er hat gesagt, jugendfrei und auch überhaupt. Aber damals gab es die gleich noch nicht. Das war in den 80ern. Da war die Welt noch in Ordnung. Fast. Auf ein bisschen mehr als heute. Und er hat gesagt, hast du gefilterte Wein? Ist sie mache wie Liebe mit Kondom. Hat du ungefiltert, ist sie ohne Kondom. Also gut. Gefühlsecht. Nennen wir es gefühlsecht. Nennen wir doch die Sendung eigentlich gefühlsecht. Heute trinken wir mal gefühlsecht. Sebastian. Sehr gut. Oder? Ja, bist gerade aufgewacht aus deinem Mittagsschlaf. Ich habe es genau gemerkt. Ich ja, sehe ich. Ja, völlig Körperspannung ist da. Also, unfiltrierte Weine. Wir haben ein kleines Paket zusammengestellt. Alle Weine sind eigentlich bekannt bei Wein am Limit. Aber bei allen ist eben das Thema unfiltriert so ein bisschen vorne dran. Fangen wir mal an mit dem ersten Wein, gleich auch mit der Verkostung. Gwynewa heißt auf Bretonisch so viel wie Trinkwein oder eben Saufwein, je nachdem. Gaillac au Plantis, also mit anderen Worten legt dieser Mensch, Alain, sehr viel Wert darauf, eben, dass der Wein in seiner Heimatsprache, in dem bretonischen Dialekt eben, kommuniziert wird. Und man sieht es ja, man sieht es ja. Jetzt haben wir den Wein schon geschüttelt ein bisschen vorher, sonst hat er eigentlich einen Satz, das ist relativ klar. Also das ist auch ähnlich wie beim naturtrüben Apfelsaft, sage ich mal. Einmal, wobei jetzt muss er nicht noch hinten draufhauen, aber einmal drehen, dann ist das Depot drin. Man muss das nicht unbedingt machen. Alex, willst du ganz kurz, gib dann bitte das Depot an Sebastian weiter und dann haben wir unsere Gläser aviniert. Also mit anderen Worten, warum macht der Mann das und produziert das schon relativ und arbeitet auch relativ lange schon damit, weil wir sind ja hier an der Loire-Mündung und da gibt es ja den Muscadet. Und der Muscadet ist aus Sèvres-et-Mer, also dieser speziellen Region, wo die besten Trauben herkommen. Und der wird ja auch sur lit gelagert, also auf der Hefe. Nach der Vergärung lässt man ihn auf der Hefe lagern. Und dann wird er in diesem Fall ohne Filtration abgefüllt. Eine Filtration, und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Es gibt eine sehr scharfe Filtration, also durch so ganz enge Papierfilter. Dann gibt es einfach Leute, für die ist das auch schon eine Filtration. Also hier sowas, ja, das könnte man auch durch das Sieb, einfach nur damit die Fliegen und die Kerne und all das, was da sonst noch so drin rumschwimmt, rausgeht. Also mit anderen Worten gibt es da sehr unterschiedliche Ansätze und viele große Weine auf der Welt sind unfiltriert, ohne dass es eben draufsteht. Und warum? Weil der Trub und die Hefe und die Inhaltsstoffe natürlich Geschmack abgeben an den Wein. Und wir werden das gleich sehen, also wir zumindest, ihr müsst es dann vielleicht zu Hause mal ausprobieren. Mal abgesehen davon, unfiltrierte Weine stoßen bei vielen Leuten so ein bisschen, also wir haben auch in der Gastronomie immer wieder Leute, die sagen, lieber die filtrierte Variante, weil mit der unfiltrierten Variante hast du viele Leute, die sagen, ist was mit dem Wein, ist der nicht in Ordnung? Also weil, ja, das ist ein bisschen so, wir gehen heute in die Supermärkte, wir gehen heute einkaufen, das Gemüse muss knackig sein, das muss frisch aussehen, das darf nach nichts schmecken, aber Hauptsache es sieht geil aus. Das gleiche ist beim Fleisch der Fall, es ist bei allen oder bei vielen Produkten, also so Bling Bling Society und unfiltriert eigentlich für mich der wahre Wein. Ist nicht unbedingt die einzige Lösung, aber ich finde, es gibt den Wein ein anderes Geschmackserlebnis. Am Anfang häufig, also wie gesagt, erstmal hier, fangen wir mit der Farbe an. Jetzt ist er nicht so klar, nicht so brillant. Das wäre schon für viele ein Reklamationsgrund. Oder da ist der Trub noch mit drin. Mit anderen Worten, hier ist irgendwie das Schlechte sozusagen, was der Wein ausgeschieden hat während seiner Reife, das jetzt hier im Wein ist. Nein, 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 das ist hier alles absolut, das ist hier so gemeint. Abgesehen davon, die Pulle ist sogar Zero, also kein zusätzlicher Schwefel, überhaupt keine anderen Enzyme und, nix. Der ist naturpur, wenn man das so will. Ja, und ich muss sagen, ich finde den Geruch geiler. Ich finde ihn sogar noch ein bisschen geiler als von dem normalen. Es gibt ja auch davon eine filtrierte, eine leicht filtrierte Variante. Leicht filtriert ist dann hier durch so ein Sieb, aber eben hat der Wein. Und dann geht es ja das Nächste, dass der Trub sich ja auch im Fass absetzt und entsprechend kann man natürlich den auch sozusagen über dem Trub abstechen, den Wein. Oder man kann natürlich ein bisschen die Hefe aufrühren und sagen, ich hole das damit rein. Allerdings, und da ist die Gefahr, kann natürlich durch die Hefe viel passieren. Also Hefeböxer zum Beispiel, durch den Trub können Reduktionsstoffe oder Reduktion kann in dem Wein vorkommen. Das heißt also, die Weine riechen am Anfang nicht so klar, nicht so frisch, nicht so fruchtig. Und weil alles heutzutage
immer so gemacht wird, dass es meistens schon gleich sofort schmeckt, hat man manchmal bei diesen Weinen so, naja, zumindest, ich würde sagen, gefühlt eine andere Aromatik, also diese sogenannten Reduktions- oder Verschlussnoten. Aber solange, und jetzt ich rede relativ viel, aber ihr müsst zuhören, Leute, das ist nämlich ganz spannend, meine ich zumindest. Natürlich ist das spannend. Also, warum? Ach, das ist schön. Ach, das ist ja geil. Das ist eine super Idee. Genau. Und selbst das hier sieht man auch, ist ja nicht. Guck mal, hier ist auch selbst hier. Nee, das ist ja der Unfiltrierte, ne? Das ist der, den du gerade Ja, aufmachst. das ist der Unfiltrierte, Ja, genau. genau. Ja. Und hier sieht man es ja. Also, er wird natürlich auch klar. Und da sieht man natürlich hier unten diesen Rotz, sieht aus wie. Na, sieht ein bisschen unappetitlich aus. Aber eigentlich, und jetzt machen wir Folgendes. Sieht man ganz gut, ne? Sebastian, also du hast Ideen heute bei dem Wetter, also dass du noch zu solchen Höchstleistungen fähig bist. So, es ist nichts Schlimmes, aber viele hätten natürlich jetzt, ich glaube, für viele wäre jetzt schon der Ofen aus. Ganz ehrlich. Aber hier ist überhaupt nicht schlimm. Das macht man so zwei, dreimal und dann hat sich das aufgelöst. Und das ist wie beim Apfelsaft, Leute. Das schmeckt anders. Ganz anders. Riecht man auch hier, also der hat diese Muscadet-Weine, haben so ein bisschen was Salziges häufig. Wir sind natürlich nah am Meer. Der hat nicht so was jetzt auf den ersten Griff, so was Fruchtiges, eher so ein bisschen was Hefiges. Ja, na klar, die Hefe ist ja auch hier mit drin. Ich finde die Komplexität total schön. Ich finde auch die Aromatik ist ein bisschen anders. Ist nicht ganz so glatt, nicht ganz so poliert. Man muss sich ein bisschen mehr mit diesem Wein beschäftigen. Und wie gesagt, das ist natürlich auch nur eine Variante, die einen Wein so abzufüllen. Ich muss sagen, finde es geil. Korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber ich glaube, die Säure wird auch geiler eingebunden, oder? Naja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle Komponenten besser zueinander stehen, weil du hast ein tolles Mundgefühl, weil die Hefe auch ein bisschen für, zumindest nach meinem Gefühl, dafür sorgt, dass der Wein etwas feinere Textur hat und dadurch nicht so sehr, ich sag mal, bei den konventionellen haben wir ja Säure, Süße, salzig, bitter, sauer, haben wir ja sehr eng beieinander stehend. Aber hier finde ich, das irgendwie wirkt insgesamt ein bisschen harmonischer vom Fluss und auch vom Trinkerlebnis und auch schön angenehm, schön lang, intensiv. Und solange der Wein natürlich auf der Hefe ist, reift er natürlich auch. Also sozusagen die Hefe, auch das in der Vorstellung vielleicht hört sich ein bisschen unappetitlich an, aber mein Gott, also so ist das Leben. Plazenta im Mutterleib, also für die Kinder, solange die Kinder eben im Mutterleib sind, sind sie geschützt, fühlen sich behütet und wenn sie dann rauskommen, sozusagen mit der Sauerstoff, mit den Einflüssen der Welt klarkommen müssen, mit Licht und, dann beginnt das eigentliche Leben. Und das ist beim Champagner zum Beispiel so. Also kannst du Champagner irre lange. Hatte gerade vor ein paar Tagen einen 15 oder 20 Jahre sogar auf der Hefe gelagerten, also sozusagen undegorgierten Champagner. Und als er dann runterkam, dann ist er eigentlich erst ins richtige Leben gekommen. Dann fängt die Oxidationsphase an, während er eigentlich in der Zeit in der Reduktionsphase verweilt, also in der Verschlussphase. Und wenn die Hefe jetzt nicht ordentlich ist, nicht sauber ist, davon haben viele Winzer natürlich Angst, verstehe ich auch. Ist auch in großen Gebinden, glaube ich, sehr schwer umzusetzen. Hier so ein kleiner Winzer. Wie der Alain kann das natürlich und es ist eh natürlich sein Thema. Aber am Ende muss ich sagen, also wir leben in einer Gesellschaft, die sowas wahrscheinlich schon komplett vorverurteilt, obwohl sie es noch gar nicht getrunken haben, obwohl es eigentlich eine ganz traditionelle Art ist, Wein zu machen, die aber aus Kundengründen, wie so vieles ja aus Kundengründen heute, nicht mehr gemacht wird. Und doch herrlich der Wein. Ich finde, der hat ein bisschen mehr Schmelz. Ich kenne ja auch, wie die normale Variante schmeckt. Übrigens bei diesem Wein nicht zu lange warten. Also bei beiden Varianten, ob gefiltert oder ungefiltert. Relativ schnell austrinken. Der Wein kippt relativ schnell um. Also wirklich, deswegen auch Guinevere ist wirklich was zum Trinken gemacht. So, und haben wir hier den nächsten Kandidaten. Und das ist ja in Deutschland ist es ja. Und da haben wir es auch mit dem Markus Hees, haben wir es extra auch nochmal draufschreiben lassen. Das ist ein 15er Auener Riesling, sehr hohe Weinberge an der Nahe. Und man sieht auch schon hier, ne, es ist nicht ganz so. Kann man es sehen? Ja. Okay, also ich kann es ganz gut sehen. Es reicht ja, wenn ich sehe. Ne? Also mit anderen Worten, ich schenke jetzt mal einmal so ein Glas ein. Das ist, dann sieht man ja schon, das ist von oben eingeschenkt relativ klar. Jetzt mache ich mal Folgendes. Einmal ganz kurz. Alexa, müsstest du mir oder Sebastian. Man sieht aber auch hier schon die Trubteilchen. Und der Wein muss natürlich komplett trocken sein. Am besten seine Mallow gemacht haben. Also sprich mit anderen Worten. Ich gucke mal, ob man es sehen kann jetzt. Ob es einen Unterschied gibt. Hier ist es zum Beispiel nicht ganz so stark. Nee, sieht man nicht. Aber der. Wenn man den Wein vors Licht hält, dann sieht man das. Und ich kann mal schon so viel verraten, Leute. Hier behaupte ich, merkt man es sogar, dass es sich unglaublich lohnt. Die unfiltrierte Variante gefällt mir unglaublich gut von
Markus Hees. Markus, der, wie gesagt, hohe Weinberge hat, an der Nahe, ein recht kühles Anbaugebiet. Bei Gott, das ist wirklich so schön. Da kommt einfach diese schöne Riesling-Frucht raus, gleichzeitig so erste Noten von Reife. Aber der Wein scheint für mich noch so taufrisch und sehr klar und sehr puristisch. Und auch hier muss ich sagen, jetzt on the long run, dieser 15er gefällt mir noch einen Ticken besser als die klassische filtrierte Variante. Wobei, wie gesagt, das ist auch ein bisschen Geschmackssache und jeder richtet sich so ein bisschen anders ein in seiner Komfortzone. Ich mag es gerne, auch wenn Weine durchaus ein bisschen edgy sein dürfen, ein bisschen anders schmecken. Aber das hier, das ist fantastisch vom Geruch. Also hast wirklich dieses Spicy, dieses Grapefruit, vor allen Dingen rosa Grapefruit. Das ist die rosa Grapefruit, ganz leicht mit Zucker, mit braunem Zucker. Ja, oder? Ich habe nie eine rosa Grapefruit gesehen. Hast du noch nie? Nee. Was bist du denn für einer? Du kommst aus Köln, ja, genau. Da gibt es doch Grapefruit. Geh mal auf den Markt. Es gibt da die ganz, ja, sehr viele Türken auch in Köln, die ja den ganzen Gemüsehandel sozusagen managen. Da muss doch wohl irgendwo Grapefruit sein. Rosa Grapefruit. Ja, das ging um die Farbe, ja. Die rosa habe ich noch nicht gesehen. Hast du noch nie eine rosa Grapefruit gesehen? Nein. Könntet ihr bitte einmal, kleiner Aufruf für Sebastian, kann ihm bitte jemand eine rosa Grapefruit schicken? Er kriegt eine Flasche Wein im Austausch dafür. Schickt Sebastian, machen wir Deal. Wer noch bis jetzt zugeguckt hat, wer Sebastian eine Flasche, eine rosa Grapefruit schickt, allerdings nicht so eine angemanschte, halb bei uns ins Office schickt, der kriegt eine Flasche dafür. Aber die jetzt nicht alle rosa Grapefruit schicken. Nur der Erste bekommt eine. Ich glaube, wir haben jetzt rosa Grapefruit für die nächste, bis zu Weihnachten. Ja, rosa Grapefruit hat so ein bisschen eher, tja, wie soll ich sagen, nicht ganz so saures, so ein leicht süßliches Aromabild. Und was hast du hier noch? Natürlich, also dieses, was der Tonschiefer hervorbringt, finde ich, so auch diese würzigen Noten. Aber was ganz geil ist, der Wein hat sich so schön entwickelt. Und auch hier behaupte ich, ist das der Wein von der Cremigkeit, von der Schmelz, nennen wir das Schmelz. Cremigkeit hört sich immer so nach Suppe an. Aber nennen wir es Schmelz. Schmelz ist da, zum einen die Säure ist da, die Länge ist da, die Intensität. Und ich behaupte auch hier, dass diese Variante, auch für den Winzer, Markus war von Anfang an nicht gleich so Feuer und Flamme, hat gesagt, ah, das ist ein bisschen schwieriger, ich traue mich das noch nicht so, ich habe Angst, dass es irgendwie Böxer gibt und. Aber für mich, lieber Markus, ist das Zeichen, du hast saugut gearbeitet. Es ist immer die Frage, wie stark man dann doch noch am Ende vielleicht filtriert oder den Abstich macht eben. Ich glaube, er hätte sogar noch einen Ticken mehr haben dürfen, aber es ist wunderbar, hat sich toll entwickelt, der Wein. Und hier, sage ich mal, ist das Unfiltrierte nicht ganz so krass wie zum Beispiel beim Guinevere. Aber das war ja auch ein bisschen Sinn, und das ist auch Sinn des Paketes hier, euch auch so ein bisschen zu zeigen, hey, da gibt es Abstufungen, gibt es eben auch unterschiedliche Erfahrungen, die man machen kann. Und es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, das behauptet hier niemand, aber es ist eigentlich eine Methode, die eigentlich bei allen großen Weinen der Welt gemacht wird, aber manchmal muss man es eben doch wieder draufschreiben, weil eben viele heute Weine nämlich zu Tode filtrieren. Ja, ob das Crossflow-Filter sind oder noch andere Werkzeuge. Also ich sag mal, in der Weinindustrie muss man es machen, weil da ist die Gefahr oder ist die Angst einfach viel zu groß, dass der Wein am Ende wirklich dann irgendwelche Fehlaromen bekommt. Das ist viel zu groß, das kann ich nachvollziehen. Aber im Kleinen, Individuellen ist sowas eben möglich und das soll es ja auch sein. Deswegen, unfiltrierte Weine haben eben auch Charakter und bieten nochmal the next level. Ja, also es ist ein bisschen beyond the horizon vielleicht. Also es ist nicht nur das, was man sieht, sondern eben auch das, was man fühlt. Und das macht diese Weine ganz besonders. Letzter Wein, dritter Wein des Pakets, nicht der letzte, hoffe nicht euer letzter. Steht auch nochmal drauf, Querschnitt, Isse 2017, Colfock aus dem Mittelburgenland, Stefan Wellanschitz, schon ein paar Mal hier vorgestellt, ist ein Zweigelt. Querschnitt heißt ja deswegen, weil wir mit Nord- und Südlagen arbeiten, auch mit teilweise sehr extremen Höhenmetern, mit drei verschiedenen Bodensorten, mit Kalk, mit Glimmerschiefer und Gneis. Und hier auch nochmal zusätzlich kein zugesetzter Schwefel, 12,5 das Ding. Und für mich jetzt so ein Sommerkillerwein, weil auch im Sommer kann man Rotwein trinken, man glaubt es kaum. Sogar richtig gut, weil schöne, frische, leichte Rotweine mit 12,5, die knochentrocken sind, die unfiltriert sind und ungeschwefelt sind, die laufen einfach so sauber durch die Kehle wie kaum was anderes. Hat der nicht auch ein bisschen Kohlensäure? Ja. Mann, Alter. Also, wie lange arbeiten wir jetzt überhaupt schon zusammen? Ja, das merke ich jetzt auch gerade. Ja, du meinst, hast du schon deinen Frührentenschein schon beantragt? Na, schon sehr lange. Also, aber
Du hast ja am Anfang gar kein Interesse für, oder sag mal, peripher, also trinken hatte ich, glaube ich, schon interessiert. Naturgemäß kommst du ja aus Köln, ja. Aber man hat schon, merkt schon, du interessierst dich immer mehr und kennst immer mehr, ne? Gut, bleibt ja, ja nicht aus. Zumindest das Sortiment von Wein am Limit. Ah gut, sehr gut. Da haben wir dich natürlich richtig geil, so ein bisschen Nordkorea-Style hier. Also schön in der Spur. Ja. Man nennt mich auch Kim Jong-Hendrik. Ein bisschen so sehe ich auch mittlerweile so aus mit der Brille. Ja. 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 Hier ist noch wirklich, hier ist noch sehr, demnächst kriege ich auch noch, nennt man mich, kriege ich eine orangefarbene Perücke. Orange Hendrik. Nicht Orange Tea. So, aber bitte keine Witze über noch lebende Politiker. Es kann voll in die Hose gehen. Morgen steht der CIA hier oder der nordkoreanische Geheimdienst. Und die sollen ja nicht zimperlich sein. Ja. Und, Jungs, was ist euer Eindruck? Ihr dürft ruhig was sagen hier. Also ihr seid hier nicht einfach nur da, um hier den Film aufzunehmen. Ich möchte euch auch mal ein bisschen. Wir haben heute einen Gast hier, das ist der Alex. Mehr wird nicht verraten, den stellen wir euch irgendwann mal vor. Ja, jetzt ist er zur Zeit, er sitzt da so im T-Shirt und hängt da so ein bisschen ab und hat sich auch die Fingernägel nicht sauber gemacht. Nee, das geht nicht. Also von daher, Alex, was hast du? Was ich zu den Beinen sage? Ja. Riecht man das Unfiltrierte? Weiß ich nicht, doch. Ich finde, ja, dass man so ein bisschen... Okay, ich rieche es zum Beispiel nicht, aber, weil, wie kann man unfiltriert riechen? Aber so ein bisschen fällt es auf, wenn man den Wein, tja, ich sag mal, sich schon mal anschaut. Also er hat so eine leicht, es ist nicht ganz so poliert, nicht ganz so Hochglanz, nicht ganz so Bling-Bling vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr dunkle Farbe. Ja, gut, das ist zweigelt, das ist eh, dann sieht man es schwieriger. Aber meistens sieht man bei unfiltrierten Weinen doch so ganz leichte Trubteilchen. Natürlich klar, bei alten Weinen, wenn es sich setzt, das muss man auch übrigens nochmal vielleicht richtig stellen. Also das ist jetzt hier nicht mit dem Depot, mit dem wir hier arbeiten, was ja bei vielen Weinen naturgemäß dann erscheint, was ich im Zweifelsfall erstmal rausdekantieren würde und gucken würde später, ob es Sinn macht oder nicht. Also ein Depot kann einen Wein auch wirklich kaputt machen. Also hier ist es Teil der ganzen Sache so, ist so gemeint, dass sie jung zu trinken sind, aber eben unfiltriert sind und eben dadurch ein bisschen mehr Schmackes bekommen. Und es ist ja auch ein Arbeitsgang. Also wir haben eine Menge Köche, die auch zugucken immer wieder. Ihr wisst ja alle, was passiert, wenn ihr dann eure Soße viermal durch das Passiertuch oder viermal durch das Sieb gegossen habt, dann ist der Geschmack zwar, ist die Soße zwar toll in Glanz, aber viel vom Geschmack eben raus. Und beim Apfelsaft ist es ja genau das Gleiche. Ja. Aber so riechen kann man es jetzt, glaube ich, nicht. Also weil man ja, man müsste es so wie bei hier, müsste es wissen, okay, es gibt davon eine filtrierte und unfiltrierte. Das kann man sehr gut schmecken oder da, hier nicht. Aber ich finde, die Weine haben eine tolle Komplexität. Und was man hier hat beim Zweigelt, immer so ein bisschen Sauerkirsch, du hast ein bisschen Pfeffer. Der Wein kommt unglaublich frisch und locker daher. Der wurde mit der Maceration Carbonique, Semi-Carbonique. Das heißt also, die Trauben, die ganzen Dolden wurden so in ein Gebinde reingeschmissen, in eine Art Drucktank, dadurch, dass die da rein katapultiert werden oder reinfallen, platzen die Trauben heute natürlich auch partiell auf, es läuft Saft raus, gleichzeitig fängt das Zeug an von selbst an zu gären, man nennt es dann intrazelluläre Gärung, das heißt also durch die Kohlensäure maischt der Wein ein und natürlich ist ein Produkt der alkoholischen Vergärung, unter anderem neben Schwefel, aber natürlich viel wichtiger, CO2. Und das kann man nachher wieder rausfiltrieren. Das machen leider auch viele. Aber eigentlich gehört es dazu. Und deswegen hat der Wein auch hinten so eine leichte... Aber wirklich nur ganz leicht. Also nicht präsent. Mhm. Mhm. In diesem Fall ist es auch nur semi. Ja. Weil er es anfängt, nach dieser Methode zu machen. Und nachher einfach dann in offene Gärbottiche gibt, aus Holz. Und den Wein dort zu Ende gern lässt. Das heißt also, du hast nur so ein ganz bisschen diesen Eindruck. Aber ich finde, das ist schön. Es gibt dem Wein eine schöne Frische. Das kitzelt ein bisschen am Gaumen. Das ist keine Nachgärung oder sonst was. Es muss sogar so sein. Es ist gar nicht, ich finde es nicht unangenehm. Aber es ist ein bisschen so, eine Cola ohne Kohlensäure wird auch nicht schmecken. Also hier, jetzt würde ich sagen, in diesem Fall ist keine Cola. Aber ohne Kohlensäure wird dem Wein auch ein bisschen was von seiner Lebendigkeit fehlen. Ganz einfach. Also das soll heute mal die kleine Lehrstunde gewesen sein. Also warum unfiltriert trinken? Erstmal, weil es, ich finde, interessantes Spektrum gibt, mal weg von den primären fruchtigen Aromen hin zu den etwas hefigeren Reduktionsnoten unter anderem auch. Also sprich eher diesen verschlossenen Aromen, aber die sich wunderbar öffnen, wenn man dem Wein ein bisschen Luft gibt, ein bisschen Zeit gibt. Die sind meistens nicht sofort gleich, springen dich nicht so an nach dem Motto, ups, ich quatsche heute unglaublich viel, ich weiß. Sind wir noch, dann machen wir trotzdem, das bringen wir noch zu Ende. Boah, Alter, 20 Minuten am Stück. Ich habe irgendwo neulich gelesen, wer heute noch länger als 5 Minuten im Internet spricht, ist eigentlich ein voll mega Arsch. Alleine, ne? Ja, alleine. Ja, und ungeschnitten. Also wer das 20 Minuten jetzt mitgemacht hat, aber ich hatte ja ein paar Gäste, also auch wenn man sie nicht gesehen hat. So, also mit anderen Worten,
So, wo waren wir stehen geblieben? Warum man es trinken soll. Ja, das eine ist, wie gesagt, dass die Aromatik eine andere ist, mit etwas Luft sich häufig öffnet, die Aromatik auch eine komplexere häufig ist. Manchmal, wenn es schlecht gemacht ist, ich kann euch das sagen, hier überhaupt nicht. Das ist alles sehr, 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 sehr typisch und auch sehr klar und sehr sauber. Und das nächste ist natürlich das Mundgefühl am Gaumen, kriegen die Weine eben einen anderen Schmelz, einen anderen Fluss. Die Weine halten auch in der Regel mit der Hefe zusammen etwas länger. Das heißt also, entwickeln sich auch noch richtig schön. Das nennt man Autolyse. So, und das soll für heute gewesen sein. Das war Hendrik Thomas' kleine Wein-unfiltriert-Märchenstunde. Ja, und wie gesagt, die Sache mit dem Kondom, kann ja jeder sehen, wie er will. Das war bitte jetzt nicht, ja, alle ohne Kondom. Es gibt eh genug Menschen auf der Welt. Also, mit anderen Worten, passt ein bisschen auf. Ist eh gesünder. Aber beim Weintrinken, da könnt ihr eben mal ein bisschen andere Maßstäbe ansetzen. Ich wünsche euch einen schönen Sommer weiterhin. Geile Weine für den Sommer. Ja, Paket. Was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Gar nichts wollen wir mehr. Ich wünsche euch mehr Spaß im Glas. In dem Sinn, ciao.